das wirklich? Billige Huren und verwässerten Wein verscherbeln? Hey, ich kann nicht bestimmen, was ich erbe. Du kannst aber bestimmen, was du damit anfängst. Ich weiß, ich weiß. Darum erwäge ich ja. Immer erwägst du es. Entweder dieses oder jenes. Sag mir Bescheid, wenn du dich endlich entschieden hast. Mir fehlt die Kraft, Geralt. Vielleicht. Was war denn los? Sie hat mir ins Gesicht gespuckt. Jedenfalls fast. Nannte mich einen Hurentreiber und Dämlack. Hat man Töne. Scharfsinn ist meine Stärke. Naja, nicht unbedingt. Also Priscilla wächst mir langsam ans Herz. Spar dir das. Spar du dir die Schmollerei. Zeig ihr lieber, dass sie sich irrt. Genau das habe ich vor. Ich habe immer von meinem eigenen Kabarett geträumt. Ein paar Tropfen Farbe und der Laden sieht umwerfend aus. Einziger Haken, ich brauche Geld, also wenn du zwischen Ertrunkenen und Ekimen mal eine Pause machst, würdest du einem Kim sind aber jetzt helfen? Eine ganz andere Liga als Ertrunkene. Wie bist du auf diese Kabarettidee gekommen? Das ist seit Jahren mein Traum. Seit wir in Ochsenfurt im Kabarett waren. Weißt du noch, wie die Tänzerin vom Lüster hing? Und als sie komplett kopfüber war, rief sie dich und... Ich erinnere mich. Wie könntest du es vergessen? Und mein Kabarett wird sogar noch besser, versprochen. Wenn ich die Finanzen für eine kleine Umgestaltung zusammenkriege, heißt das. Wie kann ich dir helfen? Ich war mal mit diesem Mädel zusammen, Sophronia. Ein Name, ob du es glaubst oder nicht. Ihr Vater ist Gewürzhändler aus Serikanien. Und ein lieber Papa würde seiner lieben Tochter doch nie was abschlagen. Wir können uns das Geld von ihr leihen. Der Name kommt mir bekannt vor. Ist das nicht die Frau, die du kommentarlos hast sitzen lassen? Bist du nicht raus, um eine Flasche Wein zu holen und nie zurückgekehrt? Ich wusste, ich hatte einen Grund, den Wein zu kaufen. Schon lange her, nicht wahr? Bin schon eine Weile unterwegs, ja. Darum muss ich deine Autorität nutzen. Du hast welche, weißt du? Was auch immer du selber denkst. Nun spuck schon aus, was du willst. Du hast den Plan doch schon fertig. Sophronia könnte mir eventuell ein wenig grollen nach unserer... Ich könnte einfach sagen, dass du im Knast saß. Aber mit ein wenig Hilfe deinerseits würde sie mir vergeben. Und mir was leihen. Und diese Hilfe bestünde worin? Zunächst brauchen wir ein stumpfes Schwert von Madame Irina. Eine Requisite. Du weißt schon, die man bei Theaterstücken benutzt. Besorg es dir und triff mich dann vor Sophronias Haus. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Nehmen wir an, ich bin einverstanden und gehe zu Madame Irina. Was machst du unterdessen? Ich muss noch etwas vollenden. Das schaffe ich, bis du mit dem Schwert zurück bist. Versprochen. Dann sag ich dir den Rest. Gut, aber... Geralt, hier gibt es kein Aber. Nur noch den Aberwitz künftiger Abende. Es wird schon klappen. Du wirst sehen. Hol das Schwert von Madame Irina. Wir treffen uns bei Sonnenuntergang vor Sophronias Haus. Hängt mein Bild jetzt hier? Nee. Ich würde dir einen Rabatt geben. Ach, das vielleicht in der Tasche? Nee. Da. Schlecht zerlegen. Aber, na dann, du verstehst. Was hat er jetzt wieder ausgebrütet? Ach so. Mir fehlt die Kraft, Geralt. Vielleicht kannst du ihn ja zur Vernunft bringen. Ach so, ich kann ihm ja nicht mal helfen. Na gut, ab zu Madame Irina. Oh, so ein Pech. Müssen wir mal gucken, wie wir so mit den Nebenquests weiterverfahren, weil ein bisschen ist ja eben noch zu tun. Allein Hanzo hat ja noch so einiges zu verlangen. Hast du diese armen Wichte gesehen? Wie sagt man, Gold lohnt sich? Wagen müssen flink mit der Zunge sein. Ich weiß nicht. Ah, wie schön, dich zu sehen. Du und Dudu. Ihr kennt euch mit Dudu lang? Ja, das richtig gelesen? Obwohl er nie viel über sich selbst gesprochen hat,
Früher war er wohl ein Kaufmann. Mhm. Dudu hatte schon immer ein Händchen für den Handel. Aber er war wohl zu aufrichtig, um in Novigrad reich zu werden. Wahrscheinlich. Ich habe ihm das auch immer gesagt. Er kann seine Gestalt so oft er will ändern. Aber letztendlich kommt immer seine Anständigkeit durch. Wahrscheinlich konnte er sich darum nie in Rollen wie Meuchelmörder oder Tyrannen zurechtfinden. Aber einen Diener oder den Geist des alten Königs konnte er prima spielen. Oh, da fehlt es ein A zu viel. Ich hätte ein Anliegen. Ich müsste mir eine Requisite leihen. Eins der Schwerter für Bühnenschlachten. Huch, wozu brauchst du denn das? Weiß ich nicht. Rittersporn behauptet, es wäre unverzichtbar. Oh ja, ich habe mir schon gedacht, dass Meister Rittersporn was damit zu tun hat. Ich hoffe doch sehr, dass er mir keine Konkurrenz machen will. Wenn er ein Kabarett bauen will? Danke. Also ich versuche es nicht zu beschädigen. Bis dann. Ah, wie schön, dich zu sehen. Pass auf dich auf. So. Ich bin mal gespannt, was der vorhat, der Typ. Ein anstrengender Freund ist es definitiv, aber es ist der treueste Freund, den Geralt hat. Soltan ist zu viel immer mit seinen anständigen Leuten Angst zu machen. Mit seinen Leuten da beschäftigt, mit seinen Squire-Tests. Du wirst es nie lernen. Und Rittersporn halt mit seinen Frauen und seinen ganzen Weltherrschaftsplänen, nenne ich es jetzt mal. Aber da in der Hinsicht ist er halt verlässlicher als Soltan. Er hat sich ja auch um Ciri gekümmert, also immerhin. Jetzt darf ich es lieben. Ich weiß immer noch nicht, was da liegen soll. Komme ich aber auch nicht runter. Na egal. Ein rote Dunkelheit, naja, das ist ja gerade passend. Ah, 20 Uhr ist hier halt immer Einbruch der Dunkelheit anscheinend. Ach, na endlich. Also, dies ist der Plan. Sophronia liebt Abenteuerromane. Ich könnte für sie zum Helden werden, indem ich sie vor einem Banditen rette. Sie wird mir aus der Hand fressen und auf jeden Fall das Geld leihen. Ist aber auch asozial retten und dann, ach, ich bin übrigens wieder da. Hast du mal ein bisschen Geld für mich? Ich wusste, es würde dir sofort einfallen. Okay, wenn Geralt jetzt eine rote Gesichtsmaske hat, dann ist es doch was anderes. Im Ernst? Das ist ein fantastischer Plan? Von fantastisch habe ich nicht gesprochen. Jeder Plan ist besser als kein Plan. Ich habe deinen Text schon geschrieben. Was hast du geschrieben? Damit du weißt, was du bei dem Auftritt sagen sollst. Und deine Maske. Setz sie auf. Sophronia darf dich nicht erkennen. Okay. Keine dann Zeit. Ist es das. Sophronia kommt. Halt dich an den Plan. Wir treffen uns morgen im Rosmarin. Das war Sophronia, okay. Sofort stehen bleiben. Was soll das? Hilfe! Zu Hilfe! Pechtag, meine Dame. Her mit der Börse. Nicht so schnell! Weg mit dem Schwert, Halunke! Das ist die erste und die letzte Warnung. Oh Gott. Rittersporn? Fürwahr. Wobei der Abschaum dieser Stadt mich den Roten Rächer heißt. Wohl eher Rote Pissnelke. Ruhe, Gewürm! Der Tag soll dich reuen, da du geboren wurdest. Stronger! Du bist besser als... Ich bin getroffen! Ins Haus, rasch! Da kriegt ihr uns nicht! Ewiges Feuer, was willst du von uns? Lass ab! Geld! Dieser Bösewicht läuft gleich weg, ich bin sicher! Er würde sich doch nicht von der Wache schnappen lassen. Nicht wahr? Ich würde einfach das Geld jetzt von ihr nehmen. Als Dieb. Oh Gott, ist das bescheuert. Jetzt sie doch einfach ausrauben können. Hat er doch genug Kohle für sein scheiß Kabarett gehabt.
Aber gut, sie kennt ja eigentlich Geralt. Und sie hätte ihn ja mit der Maske erkennen können. Und den weißen Haaren. Naja. Ich sag dazu nichts. War ein peinlicher Auftritt. Danke, Ritter Spahn mal wieder. Morgen. Ist wahrscheinlich wieder 8 gemeint. Oder auch nicht. Das muss ein Missverständnis sein. Ihr seid zu früh. Heute war ausgemacht. Und heute sind wir da. Das Material ist komplett. Und meine Truppe kann's kaum erwarten. Wir fangen an, so wie unsere hübsche Regisseurin sich in Sachen Dekoration entwickelt. Aber Rittersporn hat doch gar nicht das Geld für euch. Doch, hat er, wie sich zeigt. Jedenfalls bald. Er arbeitet dran. Siehst du? Alles in Butter. Würdest du also endlich entscheiden, welchen Stil das Interieur haben soll? Welche Wahl haben wir denn? Meister Rittersporn sagte, er könne sich nicht zwischen Boudoir-Stil und Theaterdekoration entscheiden. Er würde uns die Entscheidung mitteilen, sobald wir hier ankämen. Und hier sind wir. Aber die Entscheidung steht noch aus. Die Dame ist ganz überrumpelt, dass sie wählen soll, obwohl doch die ganze Renovierung eindeutig ihr zuliebe stattfindet. Eindeutig. Mir zuliebe? Mir zuliebe jedenfalls nicht. Also, würdest du jetzt bitte entscheiden, bevor mir eine Ader platzt? Ich weiß nicht, was Rittersporn gefallen würde. Geralt, du kennst ihn länger. Sag, wenn ich es jetzt wüsste, würde ich das nehmen, was ihm weniger gefällt. Ich möchte aber nicht Theater, weil ich ja keine Konkurrenz zu Madame Irina haben will. Deswegen Boudoir. Boudoir kommt mir bei einem Kabarett passender vor, solange wir es mit den Polstersesseln nicht übertreiben. Eine wunderbare Wahl! Endlich! Meine Herren, Schluss mit den Nasebohren! An die Arbeit! Cooler Typ. Tja, dieses Kabarett muss ja toll sein. Seit Rittersporn den Laden hier geerbt hat, redet er von nichts anderem. Ich hätte nur nicht gedacht, dass er zur Tat schreitet. Und so schnell. Wer weiß, vielleicht wird er jetzt sogar häuslich. Er muss ja das Geschäft im Auge behalten. Er wird sie wahrscheinlich hier abstellen und nie wieder nach Norwegen zurückkehren. Was immer die Leute reden, Rittersporn packt das Leben sehr rational an. Reden wir vom selben Mann? Von Rittersporn, der in einer Nacht ein Vermögen verliert, für das man halb Novigrad bekäme? Aber er kann auch verantwortungsvoll sein. Er bezahlt jeden pünktlich, der für ihn arbeitet. Und er hat noch nie einen Auftritt pünktlich versäumt. Hoffentlich ist eure Eröffnung nicht das erste Mal. Er ist immer noch nicht hier. Na, er hat gesagt, dass er zu Polly geht, unserer Choreografin, sobald er das Geld hat. Sie hat die letzten Proben versäumt. Er wird ja wohl nicht in Schwierigkeiten sein. Aber Ritt ist doch politische Comedy. Bei Rittersporn ist alles möglich. Mal sehen, ob ich ihn finde. Jetzt hat er wahrscheinlich wirklich, das ist wirklich so ein Theaterquatsch. Wo ist denn Polly? Wäre ja auch mal eine Information. Hey, Hüpfer. Wir sagen es jetzt zum letzten Mal. Verschwinde! Ich hab dich im Blick. Weiter. Ich hab zwei Kinder. Ihr werdet nicht umgehangen. Wo ist die Dame? Polly, alles in Ordnung? Mach auf! Das ist kein Wort. Das steht aber auf diesem Plakat. Also wir sind Fadi. Polly, alles in Ordnung? Mach auf! Was ist denn das für ein Krawall? Polly und ihr schwachsinniger Verlobter streiten sich. Sie ist in dieser Stadt die Einzige, die sich mit Choreografie auskennt. Und dieser Armleuchter lässt sie nicht für mich arbeiten. Moment mal, was machst du hier eigentlich? Wir wollten uns doch im Rosmarin treffen. Wollten wir, aber du bist nicht aufgekreuzt. Priscilla hat angefangen, sich Sorgen zu machen. Da wollte ich mal nach dir schauen. Sei froh, dass Geralt nach dir schaut und nicht Priscilla. Priscilla hat sich Sorgen gemacht? Wie schön. Für sie nicht so sehr wie für dich. Gehen wir. Assi. Hast du nicht gehört, was da drinnen vor sich geht? Wir müssen Polly helfen.
Warum landen schöne Frauen bloß immer bei solchen Arschlöchern? Erst mal in die eigene Nase fassen. Keine Ahnung. Geh zurück. Ich trete die Tür ein. Warte. Müssen wir das Haus kaputt machen? Sie hat hier irgendwo einen Zweitschlüssel. Warum klopfst du dann wie so ein Bekloppter, du Vollidiot? Woher weißt du, dass sie diesen Zweitschlüssel hat? Ihren Verlobten betrogen mit ihr. Wir arbeiten ja nicht erst seit gestern zusammen. Bevor Polly sich mit diesem Rubio eingelassen hat... Hast du sie oft besucht? Wahrscheinlich auch währenddessen. ...habe ich mich hier verkrochen, wenn Priscilla und Polly im Rosmarin und Thymian geprobt haben. Sie haben Tanznummern einstudiert und ich habe komponiert. Gut, das geht ja noch. Also ist Polly nicht eine deiner... Ich trenne Geschäft und Vergnügen stets sorgfältig. Hm. Und Priscilla ist die Ausnahme? Die sich ja sorgt um uns, wie du gerade sagtest. Also genug geschwätzt und frisch ans Werk. Gut, suchen wir den Schlüssel. Das ist anstrengend. Verdammt, wo würde sie... Nicht hier. Ach, der Schlüssel. Ist er denn jetzt hingerannt? Achso, er sucht danach.